Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem die Jünger saßen. Mit diesen Worten der Pfingstgeschichte begrüße ich Sie von Herzen zu unserem Pfingstgottesdienst. Pfingsten, das liebliche Fest, ist gekommen. Was bedeutet Pfingsten? In einem Satz gesagt, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Genau 50 Tage nach Ostern kommt es in der Urgemeinde zu dem Ereignis, das wir Pfingsten nennen. Es ist ein Brausen in der Luft. Der Geist Gottes erfüllt die Herzen der Jünger. Da weicht alle Angst. Die Jünger gehen mutig auf die Straßen Jerusalems und sie verkünden laut und deutlich das Evangelium. Liebe Gemeinde, ich lade uns alle ein, mitzufeiern. Wir feiern heute in diesem Gottesdienst den Geburtstag der Kirche. Der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte am vergangenen Sonntag, dem 24. Mai, betrug 54 Euro. Dank allen Geberinnen und Gebern. Die heutige Ausgangskollekte ist bestimmt für die diakonische Arbeit der Gemeindeschwestern in unserer Gemeinde und für die Aktion Hoffnung für Osteuropa, die sich für ein soziales und friedliches Europa engagiert.
Pfingstmontag findet kein Gottesdienst in der Versöhnungskirche statt, sondern ein Fenstersegen an verschiedenen Orten der Gemeinde. Ich bedanke mich bei Herrn Gehring, der heute die Orgel spielt, wieder die Orgel spielt in der Friedenskirche. Ich bedanke mich bei Vera, Michael und Joachim, die heute für uns singen werden. Ich bedanke mich bei Herrn Muckern, der den Gottesdienst aufnimmt für unsere Webseite. Und ich wünsche uns einen gesegneten Pfingstgottesdienst. Wir hören das Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch. Wir hören den Pfingstpsalm, Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht.
Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Kommt, lasst uns anbeten. Welcher Geist ist ein christlicher Geist? Welcher Geist ist ein evangelischer Geist? Ich möchte uns ein Wort Albert Schweitzers zusprechen. Du bist so jung wie deine Zuversicht. Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt, sie ist ein Geisteszustand. Sie ist Schwung des Willens, Regsamkeit und Fantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über die Feigheit, Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit. Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele. Sorgen, Zweifel, Mangel an Selbstbewusstsein, Angst und Hoffnungslosigkeit, das sind die langen, langen Jahre, die das Haupt zur Erde ziehen und den aufrechten Gang in den Staub beugen. Ob 70 oder 17, im Herzen eines jeden Menschen wohnt die Sehnsucht nach dem Wunderbaren, das erhebende Staunen beim Anblick der Sterne und der ewigen Gedanken und Dinge, das furchtlose Wagnis, die unersättliche kindliche Spannung, was der nächste Tag bringen möchte, die ausgelassene Freude und Lebenslust. Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel, so jung wie deine Hoffnung, so alt wie deine Verzagtheit. Solange die Botschaft der Schönheit, Freude und Kühnheit, der Größe der Erde, des Menschen und des Unendlichen dein Herz erreicht, so lange bist du jung. Herr, möge dein Geist uns diese Jugendlichkeit schenken. Herr, erbarme dich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament, 1. Mose 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche,
dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Halleluja! Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Halleluja! Thank you.
Wir hören das Evangelium für den Pfingstsonntag. Ich darf, soweit das möglich ist, Sie bitten, aufzustehen. Markus 1, die Verse 9 bis 13. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist Gottes wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Wir bekennen unseren apostolischen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie können wieder Platz nehmen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Pfingsten, den Geburtstag der Kirche. Was hat diese Kirche im Laufe der Jahrtausende nicht alles erlebt? Die Amphitheater der Antike, Konstantinopel und die Hagia Sophia, das Papsttum, die Reformation, den Kirchenkampf im Dritten Reich, die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Und jetzt, so dachte ich bei der Vorbereitung des Gottesdienstes, und jetzt Corona. Ich habe in der letzten Woche mit Heide Gruber telefoniert. Wir dachten beide, der Acker der Gemeinde liegt zurzeit brach wie eine Ackerscholle im Herbst. Hohe Grete fällt aus, das Straßenfest fällt aus, alle Konzerte fallen aus. Und doch, wir waren beide sicher, unsere Kirche wird auch dies überleben. Im August wird wieder gesät, gepflügt und fröhlich begossen, ganz gewiss. Ich freue mich darauf. Denn der Geist und die Kraft Gottes sind mit uns, so wie schon damals vor 2000 Jahren. Wir hören die Pfingstgeschichte, die Apostelgeschichte 2, die Verse 1 folgende. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und der Geist setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten, und der Gegend von Kyrene, Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Liebe Freunde, ich möchte heute am Pfingstfest eine Geburtstagsrede halten. Eine Geburtstagsrede für eine alte Mutter. Ja, sie ist alt geworden, die Mutter, mit vielen Falten, und manchmal ist sie sehr müde und das Gehen fällt ihr schwer. Viele Kinder hat sie, viele Enkelkinder und Urenkelkinder, überall auf der Welt. Sie sind ihr Stolz. Und doch sind sie, gerade auch in den letzten Jahren des Alters, eine große Bürde, manchmal. Schnell ist die Jugend beim Wort, sagt Schiller. Das trifft auch unsere alte Mutter. Die Kinder sind oft unzufrieden,
Sie schimpfen und klagen an. Du redest unverständlich, sagen sie. Wir verstehen dich schon lange nicht mehr. Dein Leben ist langweilig, überholt, die Zeiten ändern sich. Deine Haut ist runzlig geworden, du gehst gebückt und du bist nicht gut anzuschauen. Wie passt das in unsere moderne, glitzernde, geschminkte Welt? Erkennen wir die Mutter, unsere Mutter? Die eine heilige, allgemeine, christliche und apostolische Kirche? In der Tat, sie ist alt geworden, sehr bei Jahren. Stiller und wirkungsloser ist sie geworden. Aber wer genau hinsieht, der wird auf ihrem alten Gesicht etwas entdecken, das anzeigt, wie sehr sie geliebt hat. Das Lächeln einer Mutter. Um dieses Lächeln willens, um ihrer Würde willen und ihres Herrn soll diese Geburtstagsrede gehalten werden. Es soll den glänzenden Söhnen und Töchtern deutlich gesagt werden, woher sie kommen und was sie ihrer Mutter verdanken. Sie hat uns allen das Sprechen gelehrt. Das erste, was wir unter ihrer Anleitung buchstabieren lernten, war das Wort Vater und das Wort Liebe. Wir sind mit dem Buchstabieren nie zu Ende gekommen, bis heute nicht. Die Mutter rief laut, freundlich, zornig, lockend, doch wir wollten nicht hören. Die Kinder waren beschäftigt, ein anderer Geist lag in der Luft, der Geist des Egoismus. Immer höher hinaus, immer mehr, immer größer. Lasst uns einen Turm bauen bis an den Himmel. Wie sagt es einer der kühnsten Söhne, Friedrich Nietzsche, wenn es einen Gott gäbe, wie hielte ich es aus, nicht selbst Gott zu sein? Die Mutter, sie gab uns allen einst Heimat und ein Zuhause. Ihr Haus stand mitten im Dorf. Sie schenkte uns Feste, Feiern und Lieder. Die Kinder bastelten Laternen. Sie hörten Geschichten über das Leben und über den Herrn des Lebens, der dies alles erschuf. Die Mutter erzählte von Jesus. Sie gab treu sein Wort weiter, dass es vernünftig, menschenwürdig, christlich und darum möglich ist, ohne Streitaxt und Gewehr zu leben. Doch die Kinder verharrten im Hordendasein der Evolution, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, diese Mutter machte uns Jesus bekannt. Unermüdlich erinnerte sie an seine Geburt, an seine Lehre, an seinen Tod und an seine Todesüberwindung, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Die Mutter tröstete die Menschen, die Trauernden. Sie schenkte uns allen Sinn. Das Leben macht Sinn, sagt sie. Und unsere Mutter, auch das rechne ich ihr hoch an, sie hat dazugelernt. Das Licht der Vernunft, die Freiheit des Menschen, Weisheit, sie hat es in der Bibel neu entdeckt. Sie entdeckte den Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei. Sie entdeckte die Liebe unseres Vaters im Himmel zu allen Völkern. Sie entdeckte, dass die Menschenrechte unverbrüchlich sind. Und die Schuld dieser Mutter? Mal ehrlich, ihre Schuld, das ist unsere Schuld. Die Mutter hat zu allen Zeiten die Kleider getragen, die wir ihr gaben. Sie trägt unser Angesicht. Ihre Vergreisung ist unsere Vergreisung. Das Lächeln der Mutter bleibt, ihre Liebe bleibt. Den Spruch aber, liebe Freunde, den letzten Spruch über die Mutter, den fällen nicht wir, Gott sei Dank. Ich aber bin gewiss, dass sie gerechtfertigt in ihr Haus geht. Ich bin froh, dass wir sie haben. Und ich werde sie nie vergessen und liegen lassen. Heute feiern wir ihren Geburtstag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
So lasst uns beten. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Gott, du hast die Welt erschaffen und lässt sie nicht aus deinen Händen. Gieße deinen Geist aus und erneuere das Angesicht der Erde. Rüttle uns auf, dass wir uns um Gerechtigkeit und Frieden mühen und deine gute Schöpfung bewahren. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. Gott, unser Vater, durch deinen Heiligen Geist erneuerst du die Welt, die Menschen und unsere Kirche. Wir bitten dich, erneuere in uns Christen die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir die Botschaft des Evangeliums mit Freude und Überzeugung leben. Erfülle unsere Kirche mit deinem Heiligen Geist, damit sie immer wieder die Zeichen der Zeit erkennt und danach handelt. Stärke mit deinem Geist alle Politiker und Verantwortungsträger, damit sie in allen Entscheidungen auch nach deinem Willen fragen. Segne unsere Familien mit der Liebe deines Geistes, damit die liebevolle Verbundenheit in unseren Familien ausstrahlt auf unsere weltweite Menschheitsfamilie. Schenke allen notgeplagten Menschen den Trost deines Geistes, damit auch sie in den verschiedenen Sorgen und Nöten neue Hoffnung erfahren dürfen. Stärke alle mutlosen Menschen mit der Kraft deines Heiligen Geistes, damit sie mit neuer Zuversicht den Weg ihres Lebens hoffnungsvoll beschreiten. Komm, Heiliger Geist, segne uns, dein Feuer der Liebe entfache in unseren Herzen. Und so beten wir gemeinsam, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie können zum Orgelnachspiel noch einmal Platz nehmen. Ich darf Ihnen auf die Art und Weise ein frohes Pfingstfest wünschen und bleiben Sie gesund.